Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Ja, ich habe eine Level 33 Witch gemacht, die ist auf Arc und Call of Ding da, also das Blitzdings da, Blitzeinschlag gemacht und bin gerade an eine Thunder Arrow Rinscherin dran. Wir nehmen aber wieder die LP Monika Basler. Machen hier weiter mit dem Punktur-Skill. Ja, eigentlich wollte ich ja Regnum aufnehmen, aber Regnum sind irgendwie die Server down. Und bei Diablo 3 sind sie auch down. Also muss ich jetzt mal wieder ein bisschen Path of Exile spielen. Damit, ja, damit ich Aufnahmen habe. Oh, da habe ich einen guten Bogen, aber der ist nicht so gut. Ich brauche irgendwas mit Physical Damage, genau. Und das Life Leech und Mana Leech, sehr gut. MF muss ich ja nicht nehmen. Okay, scheint alles okay zu sein. Haben wir denn ein Clarity? Da ist Elemental Damage, aber das brauchen wir nicht. Bei der 6 haben wir keins. Hier haben wir Clarity auf Stufe 3. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Ah, die hier ist Stormcall, genau. Dieser Angriff verwende ich dort noch. Und Da. Der Arc. Kettenblitz. Ich sehe, glaube ich, keinen mehr. Dann nehmen wir einfach den raus. So. Oder schauen hier noch kurz. Ist da auch nichts. Okay, egal. Dann machen wir weiter. Wir haben ja Rain of Arrows noch Punktur ausgerüstet. Okay. Ah ja, da könnten wir Split Arrow dann verwenden. Aber da ist wahrscheinlich keines direkt verfügbar. Haben wir kein nicht Split Arrow. Kein Multiple Projektiv mehr. Hier, das ist das einzige. Ja, wir bekommen per Quest das noch übrig. Also für ein Ding bekommen wir noch per Quest geschenkt. Wir sind okay, Ben Kyven of Wrath. Wrath. Kloppen wir mal ein bisschen durch. Ein Priority of Fire. Zum 20.000. Mal. Und hier oben ist eine gelbe Kiste sogar. Dann bei den gelben Kisten müsst ihr immer schauen, dass sie weggeht. Weil meistens friesen sie. Oder sonst irgendwas. Oder sie lassen die Leichen sprengen. Das ist auch nicht gut. Die haben noch vergiftet. Ah, Punktur ist so extrem starr. Ah, ich kann hier nicht angreifen. So, eine Rusted Spike. Sonst ist nichts Gescheites drin gewesen. Manchmal kommt sogar noch ein garantiertes Unique raus, also Legendary. Das ist richtig geil, aber die sind so selten, die Gelben, die das können. Und dann sind die gelben Truhen noch sehr selten.
So, wir sind hier unten. Jetzt müssen wir. Das ist raus, Damage nicht gut. Wir müssen hier runterkommen. Das Live könnten wir dann noch mitnehmen, aber das brauchen wir noch nicht. Wir gehen lieber hier weiter. Da unten. Jetzt ein gelber mit Energieschild. Aha. Vorher hatte ich Glück, dass ich trotzdem noch reingekommen bin. Irgendwie hat es immer gemacht, Fail to Login Server stand, als ich mich einloggte, und Steam hat auch was runtergeladen. Irgendwie ist heute überall Downtime, und das am Samstagabend. Keine Ahnung, also was die für Probleme haben. Sie wurden alle gehackt. Ja, schon wieder ein Fast Projekt hieß. Brauchen wir wirklich nicht. Das Energieschild geht nicht so schnell runter beim Punktur. Wahrscheinlich einfach, weil es nicht gerannt ist, das Vieh. Poison Arrow. Pushen wir nach oben. Leveln wir's. So wie es aussieht, könnte dort oben noch ein Wahlding sein, aber die sind meistens nicht so gut. Warten wir, bis wir im zweiten Akt sind. Da gibt es lohnenswertere Wahl. Tore. Portale. Jo. Okay, hier sind wir durch. Gehen wir in den nächsten Abschnitt. Hier müsst ihr einfach schauen, dass die roten hinten fische ich nicht. Mit einer Explosion, mit einer Kadaver-Explosion, also sich selbst Explosion, so extrem viel Schaden anrichten können. Da mehr auf Distanz bleiben, so. Und sie one-hitten am besten. So richtig PAM! Hui, zum Glück ist Terrain of Arrow so stark. Wir haben nämlich noch fast keine Defensive geskillt. Wir machen sehr auf Offensive. Ich mag es irgendwie, wenn ich ein bisschen Angst muss haben um mein Charakterleben. Halt Survival nicht. Ich survival lieber, als irgendwie einen Super Tank zu machen, der alles aushält. Da ist mir immer nachher so langweilig, also während dem Spielen so langweilig, weil man hat keine Challenge mehr hat, also kein Schwierigkeitsgrad. Und das ist ein Lag. Ah, oh Mist, jetzt laggt's auch noch. Das ist jetzt ein Server-Lag. Darum kann ich mich ja noch bewegen. Ja. Was soll ich machen? Und wir sind rausgeschmissen worden. An unexpected disconnection occurred. Toll, und das dort. Ah, in der zweiten Ebene. Und wir kommen nicht rein. Ah, Mann, was ist denn los? Eieieiei. Ja. So ein Scheiß. So ein kleines. Ja, was soll ich jetzt machen? Also dann, bis zum nächsten Mal, sorry, aber es geht momentan nicht. Bis denne.